So, meine Lieben und Damen, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von The Division 2, die Private Beta. Heute, wie versprochen, gehen wir in die Dark Zone. So, ja. Wie schon gesagt, wir gehen jetzt in die Dark Zone. Ich habe hier die ganze Nebenmission alles schön gemacht, weil ich denke, das wollt ihr alles nicht sehen. Wir sind auf den höchsten Level Rang 7. Oder Level 7 ist der höchste Rang, den man erreichen kann in der Beta. Wir haben eigentlich komplett geile Gear jetzt mittlerweile. Kann ich dir mal zeigen. Wir haben schöne blaue Farmers. Wir haben ein schönes Scharfschützengewehr. Wir haben hier auch alles blau. Eigentlich an sich mit geilen Fähigkeiten. Hier haben wir so ein komplettes Set. Was bedeutet, wir haben 10% Fähigkeiten, 8% Lebensenergie, Waffenschaden plus 5% und nochmal Lebensenergie. 129 ist natürlich je nach Dings Unterschied. Scharfschützen, Gewehrschaden plus 2% schon mal sehr gut. Und Fertigkeitenstärke nochmal 74. Also ich denke, roundabout sind wir recht gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern gehen jetzt direkt in die Dark Zone. Und hoffen mal, dass wir nicht volle Pulle auf den Sack kriegen. Ich werde mal gucken, am Ende des Parts werde ich euch vielleicht noch eine kleine Bilder- oder Videocollage reinpacken in den letzten 7 Gameplay-Stunden, die ich offline gemacht habe, wo ich halt die Nebenmissionen und so gemacht habe, die Welt ein bisschen erkundet habe, hier ein bisschen da ein bisschen gelootet habe, um halt die besten Voraussetzungen für die Dark Zone zu haben. Hoffe ich zumindest. Wir werden es ja sehen. Das ist ja für mich und für euch Premiere. Ich habe auch Missionen wiederholt mit anderen Spielern zusammen, also mit irgendwelchen random Dudes halt. Und ja, war recht ganz funny. Ich habe ja so einen Hyänenschlüssel gefunden gehabt und konnte halt in der ersten Mission, falls ihr euch erinnert, war da so eine Hyänenkiste, die halt nur mit einem Hyänenschlüssel zu öffnen ist. Die man halt nur mit einem Hyänenschlüssel öffnen kann, so. Und ja, war eigentlich aber auch nur Crap drin. Also hat sich das nicht so wirklich gelohnt, aber na gut. Hi. Dass hier angegriffen wird, ist hier egal oder was? Komm, wir können uns eigentlich auch hier sagen, wir wollen eigentlich in die Dark Zone. Und zwar so schnell wie möglich. Cool. Kamera. Wie komme ich denn hier rüber? Autsch. Ist aber ja nicht. Oh. Okay. Hell? Vor dem, was sie abschreit. Alles klar, sie freut sich. Oh, da bist du ja. Tschüss. Ja, wir haben jetzt die Farmers. Die ist super geil. Und ein Scharfschützenwert auch super geil ist. Aber, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Typen hier, die zu jebt, die Gegner, ne? Die flippen ganz schön aus. Auf alle Fälle. Bei Oma, es gibt so Drop Points. Und da muss ich gut zu jedem halt richtig auf den Sack gekriegt. Da gibt es immer so, also Drop Points halt, die so Kisten abschmeißen. So 3 Stück, wenn du alleine bist. Ich glaube, wenn du zu dritt spielst, sind es 5 Kisten, gewesen, ja nicht. Ey, da habe ich am Anfang echt zu kämpfen gehabt. Da war ich schon echt am Verzweifeln gewesen. Weil ich da ganz schön auf den Sack gekriegt habe. Aber na gut. Jetzt haben wir ordentlich das Gear. Hier ist das schon wieder alles voll. Ich will eigentlich da übelst schnell durch. Das Lustige ist hier, die Fraktionen greifen sich auch gegenseitig an. Finde ich, Alter, hier, die mit den Pumpguns, die sind überkrass unterwegs. Oh. Okay, das ist doch früh am Morgen. Wir haben es, glaube ich, was haben wir überhaupt? Kurz vor 5. Da ich ja Sonntag leider nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen, oh, muss ich
jetzt früh anfangen, dass ich Giro noch in der Beta-Phase noch aufnehmen kann. Dann lass mich doch mal in Ruhe. Okay. Ich will jetzt eigentlich nur in die Dark Zone rein. Ich will jetzt nicht mit euch hier noch den übelsten Street Fight machen. Aber links und rechts alles voll. Und vor uns auch wieder welche. Mann, Mann, Mann. Also man kommt hier nicht voran. Okay. Wir probieren es einfach mal. Rennen einfach mal schnurstracks geradeaus durch. Da drüben ist das Tor. Sieht ein bisschen aus wie das Tor von... You'll need to get in, map the site, reactivate the security protocols at the control room, and collect whatever you can while you're there. But first, we need to reach the gate. I swear I saw a bunch there for a sec. Listen. Fuck the division! That's aua, aua, aua. It. You're all dead! Come on! Agent new man! Requesting backup. Okay, nice, die sind schon mal down. Wie kann ich das öffnen? Einfach rangehen oder was? Nee. Open the gate. Warte mal, hier ist irgendwo ein Zeichen hier, wie es hin muss. Hier, da. Wo muss ich hin? Ach, hier. Okay. Geil, 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 geil. Wir kommen in die Dark Zone. Eine von den drei Dark Zones. Ich wollte sagen, das Tor vom Zeichen sah aus wie das von Jurassic Park. Okay, Dark Zone East. Okay, hier jetzt. There is an inactive checkpoint beyond the main gate. You'll need to go through the checkpoint to reach the contaminated site. Okay. Die weniger Vegetation ist schon ziemlich krass hier. Sieht so ein bisschen dschungelmäßig aus, wa? Naja. Ich bestimmt brauche auch bald Hilfe. Okay, hier ist der Dark Zone Tor, ne? Checkpoint. Captain, ja, glaube ich, schon aus Teil 1. Ja. Hier ist bestimmt der Dark Zone Händler, denn, wa? Vermutlich. Sind auch Kisten, die ich öffnen kann? Nö, wa? Schade. Okay, Dark Zone betreten. Genau, Maske auf, ganz wichtig. Okay, wir bewegen uns im neuen Terrain. I used to live by Capital Station. When the crisis hit, I volunteered to help set up the quarantine. The team primarily consisted of first responders. Everyone just wanted to help out. We were guarding the supply depot. Countless vaults concealed the contaminated dead. And the containers filled with DC-62. I was lucky. I can't say the same for most of my friends. Ja, den Glück hatte ich auch lange nicht mehr. In dem Spiel. Okay, wir gehen erstmal dahin. Ich weiß nicht warum, aber wenn man die Dark Zone betritt, jetzt auch hier schon, hat man direkt so die übelste Anspannung, weil klar, im ersten Teil irgendwann wusste man, was passiert. Kannte man die Dark Zone, aber hier ist natürlich wieder komplett alt neu. Freude in der Nähe. Word of warning. You might run into people trying to scavenge supplies. They may find what they need, but not without paying a price. Greed can be a powerful motivator. Personally, I believe it's a demon. Greed possesses you, and before you know it, you've lost yourself. Be careful. Okay. Militärlager erreichen. Shit. Wer hat ja keinen Rang oder was? Oh Gott. Komm, wir greifen sie einfach an, wa? Okay, der war schon mal gut down. Da kriegen wir wenigstens wieder XP, weil im normalen Spiel kriegen wir kein XP mehr.
da wir, wie gesagt, den höchsten Rang von Level 7 schon haben. Okay, meine Pumpe geht wahnsinnig hoch. Eins von drei haben wir. Warte mal. Wurde mir da angezeigt, ne? Ah, da drüben. Okay, einen haben wir noch. Area scan, location identified. You'll need to leave with a complete map of the site. Go there and perform a scan. Okay, mach ich. Haben wir jetzt eigentlich ja keine Map denn hier, oder was? Naja, nicht wirklich. Was ist das hier? Südliche Abholung, okay. Naja, es gibt ja kontaminierte Sachen, Loot, den man, wie man vom Teil 1 her kennt, nur mit einem Helikopter rausschaffen kann. Es gibt aber auch Loot, der nicht kontaminiert ist, den man direkt anlegen kann, soweit ich gehört habe. Was ich ja ziemlich geil finde, war immer schon sehr ärgerlich, wenn man halt fetten Loot hat, abgeknallt wurde. War dann immer nicht so gut. Kriege erstmal einen Deckel. Okay. Echo. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich hier noch Tutorial bzw. Story sein. Weil mir fehlen so ein bisschen die, also mir fehlen sie gerade nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die anderen Spieler, aber gut. Gehst du dir an, ob das jetzt hier ein PvE oder PvP Dark Zone ist? Weil ein PvE wäre mir natürlich jetzt am Anfang viel lieber. Okay, hier ist ein Echo. Oh, oh. So, die Ene kommt bestimmt gleich übelst angejammt hier, ne? Okay. Down. Kommen sie da von hinten? Oh, zieht's ja nicht. Okay. Das scheint was dicker zu sein, oder? Wobei doch einer hier mit seinem scheiß Fahrzeug. Shit, 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 shit. Ich glaube, der hat meine Schütze kaputt gemacht, ne? Wo kommt denn der jetzt? Oh. Hat er den jetzt angegriffen? Nee. Guck mal, da sitzt so einer. Das ist mit seinem schwulen Fahrzeug. Okay. Das ist nice. Okay, wo ist denn der Penner? Die Fetten, also die sind echt, echt crazy, die Dicken. Okay, erste Rüstung ist ab. Okay, zweite Rüstung ist ab. Okay, okay, noch ist gleich vorbei. Sehr nice. Once the accident happened, there was no time to investigate the cause of the explosion. Sorry, we're getting off mission. Head to the safe room. Okay, liebe Safe Rooms. The main controls for the security system are in this building. Before the last volunteers left, they shut down the security system to try and seal the site. Once you've accessed this control room, you'll need to find the main control panel and switch the system back on. Okay. Safe Room. Ich liebe den Safe Room. Gut, bis jetzt noch relativ unspektakulär, obwohl meine Anspannung wirklich sehr hoch ist. Aber guck, bin gespannt.
So, die Normalisierung stellt sicher, dass alle Spieler ein gleichwertiges Spielerlebnis haben, indem sie Spielerstärken grob aneinander anpassen. Aha. So sind feindliche Fakten und SHD-Agents in den Faktionen und SHD-Agents in den Dark Zones und in Konfliktmatches immer auf gleiche Stufe. Ah, das ist schon ganz cool. Die Normalisierung findet in den Dark Zones und bei den unseren Konflikten statt. Okay, sie können die normalisierten Werte in gesamten Ausstellungen jederzeit einsehen, indem sie beim Betrachten eines Objekts im Inventar die Option normalisierte Werte ansehen, auswählen. Mhm. Okay. Jetzt mal den Generator starten hier. Dass jetzt mal hier Strom ist. Okay. Nice. Hier. Oh, nochmal Generator starten. Okay. Ran an den PC. Was haben wir da? System neu starten. Genau. Geil. Alter, das ist ein richtig crusted Headquarter hier. Gut. Die DZE Security Systems have been reactivated. But you will need to bring the turrets back online at the checkpoint. Okay. Wo ist der? Den Raum verlassen. Okay. Kommen wir jetzt auf andere Spieler. Knallt uns da bestimmt der erste Layer ab. Könnt ihr wetten. Der wartet bestimmt hier schön seit Stunden schon an dem Kontrollpunkt und. Okay. Contaminated gear detected. A significant amount of advanced and powerful weapons were also left behind as a result of the evacuation. The military wanted to make sure that their supplies were well protected. These weapons have now become available to anyone who dares to enter the Dark Zone. Okay, da will ich natürlich alles haben. Bewandert? Kann man damit interagieren? Nee. Kontaminierte Ausrüstung untersuchen. Das machen wir. Oh, meine Kiste. Geil. Okay. Boah, gar nicht. Ich habe eine sehr gute Weste. Ist nicht möglich, hier rüber zu springen, oder was? Oh, doch. Oh. Karl, was ihr hört. Oh, schlecht. Okay, nice. Stufe 2, sehr nice. Na, war schon ein bisschen dicker, der Typ hier. Okay, nice. Weg. War schon. Na gut, war ja schon fast Verschwendung meines. G36 Militärversion brauche ich eigentlich nicht, weil die habe ich nämlich schon. Contaminated gear you collect from the Dark Zone will need to be helo extracted and go through decontamination. Get to an extraction point and shoot your flare to request a helo to collect your gear. Okay. Extraction point identified. Jetzt haben wir natürlich den Bergungspunkt, aber das Problem ist, wir haben unser Geschütz. Doch, haben wir schon wieder. Geil. Warte, wie schnell ging denn das? Weil, ich könnte wetten. Hier kommen sie gleich richtig krass angezittert. Die ganzen Burschens. So, dann müssen wir uns gleich mal gucken, wo wir uns hier. Once you fired a flare to request an extraction, wait for the helo to arrive. Once it does, secure whatever you need to be extracted onto the cable. Just remember, unless your gear is airborne, someone else can claim it. Don't trust anyone. Na, ist schon klar, wir trauen sowieso niemanden, aber von wo kommen sie? Wo können wir uns am besten hinstellen? Na gut, wir schicken sie erstmal ab. We're inbound. Okay.
Extraction called. Das ist jetzt die Frage, von wo sie kommen, ne? Kommen wir mal von vorne. So, Abholung folgt in 13 Sekunden. Hab ich sick. Extraction Helo, almost in range. Helo's ready for pickup. Okay, wo ist denn der? Helo is on site. Okay, nice. Das dauert aber gut lange. Da hängt's ja noch. Ja. Warte, wie lange? Das ist ja übel. Flop. Weg ist es. Look out. Multiple hostiles seem to have been alerted by the extraction flare. They are entering DZ East now through the main gate. Like moths to a flame. We're done here. Head back to the checkpoint and activate the turrets. He always headed back. Okay. Jetzt mit ein bisschen mehr Gegenwehr rechnet und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt so eine fettere Knarre erwartet. Statt der G36 Militärversion in grün, finde ich jetzt nicht so atemberaubend, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt schon mit was krasserem gerechnet. Schaffen wir das Ding noch aufs Auto zu stellen? Nee, wa? Scharfschützen hier wieder mal. Dann macht man Geschütz hier. Tschüss. Alter, aua! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mehr Panzerung habe. Zumindest zeigt er mehr Platten dran und mein Geschütz auch offensichtlich. Zumindest sieht es so aus. Ah, okay. Wenn nicht, dann gleich noch ein Gelber kommt. Okay. So geil. Achso, stimmt. War ja so. Der ja gesagt. Den Geschütz reaktivieren. Scheiße. Okay, nice. Okay, wir haben ja einen Scharfschützen, vielleicht sollten wir da auch mal Gebrauch von nehmen, ne? Machen. Okay, weg. Alter, aua. Okay, weg. Wer hat denn da geschossen? Oh oh, nun alle. Ach, da unten. Okay, nice. Damit hier abgeht. Okay, der ist tot. Uiuiui. Okay, geil. Begib dich zum Checkpoint. Auf gar keinen Fall. Wir werden erstmal
Abwarten, jetzt nimm es noch einer, irgendeiner ist doch hier noch. Da ist er. Sehr schön. Exit DZ East and get to the Shade Terminal nearby. You'll need to upload the map onto the Shade Network, so your fellow agents can go in and gather supplies. Guck mal hier. Darkzone verlassen, aber... Warte mal, ich war da irgendwo beim Checkpoint. Nö, okay. Dann doch hier raus. Exiting Darkzone. Darkzone verlassen. Ja, supi. War jetzt, ja... Jetzt nicht so aufregend, oder? Boah. Der Vogel hat mich ein bisschen gerade. Musiken hin. Da drüben hin. Ja. Es geht. Terminal benutzen. Your map of DZ East is uploaded to the network. This means any agent can use your map to extract supplies from the area. But be careful. I've seen the best people do terrible things because of greed. That includes agents. Mhm. Ja, cool. Was ist das hier? Achso, das ist der Eingang. Achso, jetzt ist auch der Typ da wahrscheinlich. Geil! Aber wir haben sowieso noch keine Dark Zone Credits, so wie ich das hier mitgekriegt habe. Aber gucken, wir gehen jetzt rein wieder in die Dark Zone. Dann war das jetzt wirklich nur gerade Story, aber na gut. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt da abgeht. Warte mal, was stand da gerade? Vor der südlichen Abholung? Achso, ja. Mhm. Schwer, okay. Yeah. So, Agenten können in der Dark Zone stark kontaminierte Objekte finden. Diese Objekte werden speziell markiert. In der dafür vorgesehenen gelben Tasche untersucht. Okay. Kontaminierte Objekte können nach dem Neustart zurückgeholt werden. Andere Spieler können ihre... Ja, klar, ist normal. Okay, Abholung können angefordert werden, indem sie eine Leuchtrakete bla bla bla. Die Abholung von Gebäude lockt feindliche Fraktionen. Okay. Alles Standard kennen wir schon aus Teil 1. Hier ist ein Lager, da ist was drinne. Und zwar nicht das G36, weil das habe ich mir schon, was da oben ist. Das ist nicht das, was ich gerade gelootet habe. Achso, die Weste war. Ja, die ist natürlich crap, die können wir gleich zerlegen. Ja, kriegen wir gleich Schutzstoff, das ist ganz gut. Da können wir nämlich Sachen mit herstellen. So, da ist die G36. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Können wir gleich zerlegen, weil wir haben sie bereits. Und außerdem ist sie grün. Gut. 30 Sachen können wir maximal rausholen. Hier ist die Dark Zone Beute. Dark Zone? Achso. Dumm. Dark Zone Beute, ja, ist klar. Wer hat denn gerade mit mir gequatscht hier? Wo ist denn hier der Händler? Natürlich gucken, was der hat. Ach, hier draußen. Hi. Hi. Ach, guck mal. Ach, da braucht gar keine Dark Zone Credits, die kann ich so kaufen. Das ist ja recht lustig. Aber nee, die Handschuhe sind natürlich blaue. Und da habe ich denn die und hätte den Fähigkeitenstärke nochmal plus 5. Aber die hat ja Fähigkeitenstärke plus 10. Also braucht die ja gar nicht. Sturmgewehrschaden, ist natürlich nicht schlecht. Aber plus 3%, anders 2%. Wir lassen es. So, was war da noch? That's nice. So, die haben... Ach, Mann. Agent, so. It's good to see you. Good to see you. Das ist alles nur Crap hier. Brauch halt nicht. Obwohl, das haben Scharfschützen, werden die nicht. Hatte ich auch schon. Die ist auch nicht so geil. Da fliegt die Kabe besser. Gut. Dann gehen wir rein. Mal gucken, ob wir jetzt den krassesten, fettesten Loot hier kriegen. So, jetzt sind wir im PvP-Bereich.
meine Prognose ist, ich werde sofort sterben. So, wir gucken mal auf die Karte und gucken nochmal, wo wir am besten hingehen. Das ist jetzt Safe House, Abholort. Was ist das hier? Haltung, Wahrzeichen schwer. Nur dann gehen wir doch da mal hin. Was ist das hier? Wahrzeichen normal. Vielleicht sollten wir auch erstmal da hingehen, oder? Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Guck mal, wir. Ach, guck mal, wir haben hier gleich was. Hallo, Laborbereich. Wahrzeichen schwer. Okay. Wir probieren es einfach mal. Mehr als. Mehr als verkacken können wir ja nicht. Da war schon der erste, siehst du? Hätten wir. Oh Gott. Natürlich ist klar, jetzt sind natürlich alle Level 6, Level 7er hier. Also wir werden logischerweise auf gleiche treffen, aber. Boah, ist der direkt schon! What the hell? What ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich bin hier getasert worden oder so. Alter, what? Ja. Agent, deceased. Gut, das war jetzt ja nicht so schön. Muss ich ja mal sagen. Das war ja mal ein kurzer Spaß. Dann sollten wir vielleicht doch mal vielleicht irgendwo hingehen, wo es normal ist. Von der Schwierigkeit her. Vielleicht ist denn schwer doch nicht so unser Ding. Normal, komm. Gehen wir dahin. Na, das war ja sehr unbefriedigend. Aber irgendwie hat es auch ganz schön geleckt, kann es sein? Ist es nicht. Engaged. Ich glaube, eh nichts gehabt, das war nicht aufsammeln, nicht holen. Hey, müssen wir noch mit mehreren Leuten rennen, nehme ich mal an. Mit ein paar Kuppis sich geschnappt und dann rinnen. What the hell? Sind andere Spieler oder noch? Oh Mann, ey. Agent killed. Komm, geh mal da. Jetzt sind wir näher dran. Ey, da hat die Tasse jetzt schon wieder. Naja, vielleicht wird es auch ein ganz kurzer Part. Wo, na, wir haben die Dark Souls mal kurz gesehen, aber eigentlich war mir fast klar, dass wir hier nur auf die Fresse kriegen von irgendwelchen Leuten. Naja, gut. War mir eigentlich von vornherein klar, dass die Tiere und Leute die trollen wollen. Aber na gut. Und deswegen finde ich ja so die Idee einer PvP-Lobby, PvE-Lobby, deutlich angenehmer. Weil da halt nicht so eine ganzen kleinen Troll-Kiddies kommen und dich dann gleich wegrotzen. Nur weil sie ja, Spaß haben, mal, weil sie geiler sind als du und naja. Ihr wisst ja, wie das. Jeder kennt das. Wo muss ich überhaupt hin? Bin ich überhaupt richtig hier? Bin ich schon wieder raus? Nö. Ich bin noch richtig, ne? Ist die Frage. Schloss knacken. Rogue Status active. What? Was schon da gerade Scheiße? Geil. Oh. The fallen will be heard. Job done, guys. We'll burn this whole city down. Damn seeker! Yeah. Screw the engaging landmark. What? Wo sind meine Geschütze nicht hin? Bring them down.
sagst du? Ein bisschen voll oder was? Ich hab Angst, hier irgendwo rauszugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, da stiefelt doch ein Fetter, oder? What the? Wow, 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 wow. Hey, hey, wieso kann ich nicht laufen? No, 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 no. Oh, shit, shit, shit. What ist denn hier? What, Alter? Okay. Geil. Echt geil. Verstärkung rufen würde ganz gerne, ja. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Also ich bin offensichtlich noch ein bisschen zu schlecht für die Dark Zone. Also man ist hier echt schnell down und ich muss sagen, die sind echt krass gepanzerte Viecher hier. Na gut, wir probieren es noch einmal, ansonsten möchte ich sagen, haben wir auch alles gesehen. Da müssen wir warten auf das fertige Spiel, bis ja, alles geil ist. Wir müssen ja mal gucken, vielleicht können wir jetzt unser Zeug trotzdem so zurückholen, weil wir sind ja relativ relativ gut gestorben. Verlorene Objekte. Deckungssystem. Danke, Schissi. So, dann brauchen wir ja gar nicht. Können wir jetzt zum Abholungspunkt gehen und mal gucken, ob wir es rauskriegen. Das ist natürlich die Frage. Guck mal, dort loben sie schon welche. Wo ist hier einer? Da ist einer. Und wir gehen aber dahin, weil der natürlich näher dran ist. Und dann gucken wir mal, ob wir unseren ersten geilen Loot aus der Dark Zone kriegen. Oh oh, bin gespannt. So, die ganzen Pfeifen lassen wir erstmal links liegen. Hey, da hab ich gedacht, ich hab den übelsten geilsten Crip schon. Ja, die geilsten Waffen aller Zeiten. Nicht so, was hier. Naja, egal. Es ist halt die Dark Zone, es ist halt neu, ne? Man muss halt scheitern, um besser zu werden. Nicht. Okay, wir könnten. Okay, wir machen es einfach. Komm, was soll's. Hero inbound. Extraction called for. Jetzt kommen sie wahrscheinlich alle, wa? Okay, nice. I'm gonna blow you to hell. I'm gonna blow you to hell. Hold still. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Whoa, what the fuck, you want? Okay, Gott sei Dank. Okay, nice. Helo almost at extraction zone. Wo ist denn der Heli? Ich sehe ihn nicht. We're inbound. Extraction called. Ach hier, bin auch vor mir. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja gut. Das ist ja quasi genau da, wo ich war. Wow.
Okay, ran bin. Nein, ist nicht gut. Hier, komm rüber, rin. Oh, no, Alter. Oh. Blutung stillen. Warte, wie lange dauert denn das? Blutung stillen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Oh oh. 15 Ach Scheiße, ey. Hilferuf. Da knallt mich doch gleich ab. Wie viele Sekunden habe ich noch? Oh oh. Okay, er greift mir nicht an. Er steht da rechts. Okay, das scheint weg zu sein. Ist der jetzt. Okay. Hugo is returning to base. Okay, ist jetzt mein Loot gesichert oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Okay, wir geben einfach mal auf. Agent killed. Ja, ja. Okay, Neustart. Ja. Gehen wir da gleich rein. Jetzt mal gucken, ob ich mein Loot mal holen muss. Weil eigentlich habe ich ihn ja gesichert, ne? Habt ihr gesehen? Scheiße, ja. Ich würde die Kette so ein bisschen besser machen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich echt gespannt. Sie haben ein Objekt in dem Schauen Sie ein Lager. Yeah! Da ist es doch tatsächlich. Ich habe es rausgeholt. Das ist natürlich super, dass das funktioniert hat. Ja, komm, nimm mal ins Inventar rein. Haben wir es in den Inventar genommen? Ja. Dann gucken wir doch mal, ob das gut ist oder nicht. So. Ruhig, Christian, ganz ruhig. Nein, es ist schlechter. Schlechter als das, was wir ausgerüstet haben. Nun gut, dann können wir das ja wieder zerlegen. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich noch ein bisschen in die Dark Zone gehen, aber erstmal nicht. An sich ganz lustig, denke, das hat Potenzial. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich noch ein Fazitvideo machen. Kann es aber nicht versprechen, da das alles ja mit viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Oder vielleicht auch beides. Schreibt mir gerne mal in die Kommis, wie ihr The Division 2 bis jetzt findet. Falls ihr die Beta gespielt habt oder was ihr für einen Eindruck habt nach den Videos, die ihr gesehen habt. Ja, würde mich gerne mal interessieren. Vielleicht können wir eine kleine Diskussion starten im Kommentarbereich. Ich bin raus. Freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im fertigen Spiel. Und ja, bis dahin, bleibt uns treu. Bis neulich, Freunde. Was vorher so geschah.